liebe GAK-Fans, herzlich willkommen zur nächsten Folge rund um den GAK. Heute mit zwei Gästen, zum einen Thomas Zündel und zum anderen Dominik Hackinger. Hallo meine Lieben, wie geht's euch? Sehr gut, danke. Auch sehr gut. Seid ihr bereit für das, was wir heute mit euch vorhaben? Ja, hoffentlich. Zur Erklärung für alle Fans, wir werden den beiden jetzt Fragen stellen und die beiden dürfen dann abstimmen, würde das eher der Thomas sein oder der Dominik. Und vielleicht fangen wir ganz einfach mit der ersten Frage an. Ihr überlegt kurz, auf wen das eher zutrifft und dann haltet ihr die Autogrammkarte des jeweiligen Spielers hoch. Also die erste Frage geht ein bisschen weiter zurück. Wer war der bessere Schüler von euch? Ich kenne ihn jetzt noch nicht so lange, aber er war sicher ein gescheiter Rotzlöffel, da bin ich mir sicher. Ja, das muss so gewesen sein. Also der Dominik hat sich selbst genommen und auch der Thomas hat sich selbst genommen. Wen gibt's denn? Ja, ist schwierig. Du warst ein besserer Student, aber Schüler war sicher ich besser. Vielleicht die Zusatzfrage, wie war eure Schulzeit im Allgemeinen? Wart ihr brave Schüler oder eher so grätzen? Also ich war der Grauen, der Lehrer, wie du sagst. Aber schulisch war ich nicht so schlecht, außer Mathe war ich wirklich gut. Also ich bin noch immer überzeugt, dass ich der bessere Schüler war. Nein. Verhalten war ich sehr, sehr schwierig. Also ich möchte mich selber nicht als Schüler gehabt haben, das ist mir sicher. Thomas, wie war es bei dir? Ja, ich bin glaube ich nur trotz meiner schulischen Leistungen, weil ich so gut war, toleriert worden, weil sonst war ich extremst der Grenzen. Ich war wirklich der Beste in der Klasse. Aber ich war in einer Fußballklasse und da waren die anderen, da war das Niveau nicht so hoch und da bin ich aber rausgestochen. Also liebe Grüße als an alle deine ehemaligen Mitschüler. Ja, gerne, das wissen sie alle selber. Vielleicht gehen wir weiter, aber hat auch mit Bildung zu tun. Was glaubt ihr, wer würde eher einen Nobelpreis gewinnen? Okay. Boah, das ist schwierig. Okay. Ja, aber wenn er wirklich. Also die Antworten sind herinnen und beide haben den jeweils anderen gewählt. Habt ihr so wenig Vertrauen in euch selbst, oder? Ja, wenn er gerade erzählt, dass er der beste Schüler von der ganzen Schule war, dann geht er davon aus, dass. Ja, aber du hast so schräge Talente, da kann irgendwas kommen, glaube ich einfach. Der Thomas hat schon gesagt, schräge Talente. In welcher Kategorie würde der Dominik diesen Nobelpreis gewinnen? Irgendwas Psychologisches. Ist das, kann man mit Psychologie einen Nobelpreis gewinnen? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich werde es noch googeln. Okay, dann schauen wir. Dominik, vice versa, in was würde der Thomas? Chemie und so kann man einen Nobelpreis gewinnen. Ja, ist eher oder Chemie. Oh ja, passt, gut so. Experimentiere ich gerne herum mit Explosiven. Dann kommen wir vielleicht zum nächsten. Wer von euch beiden hat den besseren Musikgeschmack? Ja, okay. Also das ist ein eindeutiges Ergebnis. Thomas Zündel hat den besseren Musikgeschmack. Was ist dein Lieblingslied, Thomas? Mein Lieblingslied, schwierig, aber sagen, es ist Truth von Alexander Ebert. Aber das ist halt so, das höre ich immer gern. Und was Schrägeres, die Italiener gefallen mir auch gut. Von Eros Ramazzotti, Terra Promessa. Weiß nicht, ob es heißt. Also die Klassiker sozusagen. Ja. Dominik, wie schaut es bei dir aus? Bist du musikaffin? Nicht so. Die Fans, von denen bin ich eh schon verpflegelt worden für meinen Musikgeschmack. Wobei ich dazu sagen muss, das war ein bisschen ein Schmäh dabei. Aber die alten Klassiker, die war immer zumindest, die ich da rausgehauen habe, um 2 in der Früh schon mal an. Aber ich bin nicht so musikaffin, ich bin eher der um 2 in der Früh einmal kurz die Playlist bestimmen will und dann aber noch 3 Lieder scherzen will. Ja, ich muss aber sagen, er ist immer für ein super Schmuckstück, sagen wir so, von einem Lied zu haben. Also da zaubert er immer wieder was Gutes aus. Aber allgemein ist er nicht so dominant, wenn es darum geht, wer die Musik auflegt. Beim Musikgeschmack ist er nicht so dominant. Bleiben wir vielleicht kurz bei der Musik.
Wer von euch beiden ist denn der bessere Sänger? Uff. Wir haben schon zusammen gesungen, also. Wow. Also Dominik Hackinger, der bessere Sänger. Zusatzfrage oder Zusatzbitte. Würde einer von euch etwas vorsingen? Sehen wir. Boah, jetzt habe ich mir die selber genommen. Sehen wir zaubern, flieg nicht so hoch. Oder vielleicht gibt es ein Duett von euch? Ja, ein Duett singen wir. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Die Sonne brennt, dort oben heiß. Ja, das muss reichen. Wunderschön. Also Eurovision Song Contest 2022, Duo Zü Hackinger. Aber ja. Leider hat man es jetzt nicht rausgehört, glaube ich, dass sie da besser singen. Ja, das war nicht mein Lied, aber es muss. Es hat leider unser dritter auch noch gefällt, ja, der genau. Alexander Knoll wäre das. Liebe Grüße, wenn er sich anschaut. An dieser Stelle liebe Grüße an den Alexander Knoll aus dem Landhauskeller. Ich bin mir sicher, man kann das irgendwann einmal nachholen, ja. Dieses Trio dann. Also zu dritt sind wir göttlich. Da schmützen alle dahin. Das kann ich mir definitiv vorstellen. Im Moment habt ihr die Trainingsklamotten an, aber was würdet ihr sagen? Wer ist grundsätzlich im privaten Bereich besser angezogen? Das ist schwierig. Besser ist. Das ist schwierig. Eine Streitfrage. Das muss ich ausführen. Das ist echt schwierig. Das ist einfach schwierig. Wir haben da unterschiedliche Styles. Also das Ergebnis ist wieder eindeutig. Es ist der Thomas Zündel, der besser angezogen ist. Wirklich? Wie wichtig ist dir dein Style oder Style an und für sich? Es ist mir schon wichtig, dass es gut ausschaut, aber ich kaufe ganz wenig. Also ich habe wenig gewohnt, aber es schaut halt viel gut aus an mir. Wie siehst du das? Das ist ja wirklich sehr gut. Ich würde sagen, dass ich besser anziehe. Er hat das Glück, dass er saugut ausschaut. Das weiß er selber auch. Er kann jeden Scheiß anziehen und schaut immer gleich mal gut aus. Wenn ich das anziehe, wenn er da herkommt, wie komme ich Kabinen, lacht mich jeder aus. Also da müssen wir ein bisschen differenzieren. Danke, Freund. Vielleicht noch kurz eine Zusatzfrage zum internationalen Fußball. Wenn man sich da gewisse Fußballprofis anschaut, die dann mit Rolex und keine Ahnung was alles kommen, wie findet ihr das? Ist das übertrieben oder sagt ihr, das passt schon, verdienen genug, sollen sie ruhig so tun, wie sie wollen? Also mir ist das komplett wurscht. Ich finde, die verdienen mal so viel und dann sollen sie ja kaufen, was sie wollen. Mir ist das komplett wurscht. Ich finde da die Aufregungen um das Goldsteak und so. Ja, jeder gibt sei gut aus für das, was er will. Du, es ist immer so. Also ich sehe das überhaupt nicht tragisch. Genauso ist es mit der Mode. Das sollen sie aufhören, was sie wollen. Weißt du? Ja, ich bin der gleichen Meinung. Ich glaube, bei Geschäftsleuten oder so regt sich keiner auf, wenn die das machen. Ich meine, die Fußballer stehen ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, aber wenn man es sich leisten kann, dann muss man halt das Ganze hinterfragen. Die Vereine, die so viel zahlen und was weiß ich. Ja. Wunderbar, weg von den ernsten Sachen hin zu den witzigen Sachen. Wer von euch beiden erzählt die besseren Witze? Nein, das ist. Wobei, ja, ich muss fast sagen. Ja, die besseren Witze. Ja, die besseren Witze. Wir zählen nicht so viele Witze. Du schau. Ja. Seid ihr eher in Person an sich witzig? Ja, so ist es. Wer ist spontan witziger? Wäre es auch schwierig. Spontan witziger würde ich da sagen. Also geht es um den sagen wir besten Witz oder? Es geht um den besten Witz. Okay, sagen wir den besten Witz. Von mir aus. Ja, dann. Also den besten Witz hat scheinbar der Dominik Hackinger. Dominik, würdest du uns diesen Witz kurz erzählen? Nein! Der ist aber lang. Der ist ewig lang. Dann kommen wir zu anderen erfreulichen Sachen, und zwar Geburtstagen. Wer von euch würde eher den Geburtstag des anderen vergessen? Also der Thomas Zündel würde den Geburtstag von Dominik Hackinger eher vergessen. Thomas, weißt du, wann der Dominik Geburtstag hat? Maria. Das ist ein Witz. Das ist es tippt nicht. Es genauso wie erwartet. Nein, ich weiß es eh. Am 19. November ist eh klar. Und dann hat der Thomas Geburtstag? Ja, das ist einfach. Also das Christkind am 24.12. Also ich bin ja der Meinung, er hat mir sicher schon ein paar Mal vergessen, nur die Wiki oder so hat dran gedacht. An was an dein? An dein Geburtstag. Hast du mich auch dran gehabt, dass ich eher vergessen wird? Ja, aber mir sind, das ist auch, weil mir Geburtstage nicht so wichtig sind. Allgemein, mir ist meiner auch nicht so wichtig. Ich finde das.
Ja, das ist Weihnachten. Ich verstehe das ja, ganz. Da so ist wichtigere Sachen. Vielleicht bin ich deswegen geprägt, aber ich finde das allgemein, ja, leider. Für andere. Aber in Dominik sein weiß ich ganz genau. 19. November 1988, Nationalität Österreich, Größe 1,76. Wunderbar, genau deswegen haben wir die Autogrammkarten, dass man den Geburtstag nicht vergisst. Kommen wir vielleicht ein bisschen zu einem technischeren Thema. Wer von euch beiden könnte länger auf sein Handy und Social Media verzichten? Das einfach. Thomas Zündel, bist du sehr aktiv auf Social Media? Fast gar nicht. Also aber am Handy die ganze Zeit? Nein, am Handy auch nicht. Also du könntest da einfach... Ja, also ich verzichte schon auf Facebook und Instagram großteils, weil es mir einfach besser tut. Aha. Das verstehe ich voll und ganz. Dann die nächste Frage. Wer von euch beiden würde eher im Dschungelcamp landen? Wie das? Also, wenn es eher auswählen würden oder wer eher hingehen würde? Wer eher hingehen würde. Also, ihr würdet beide gefragt werden, wer würde eher ja sagen? Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal mich. Also, die beiden haben jeweils sich selbst genommen. Ich hab's echt schwer. Schaut ihr so Reality-TV, Assi-TV-Sendungen oder ist das... Ja, darum hab ich mich ja genommen, weil er schaut das eher nicht. Ja. Früher habe ich sehr viel geschaut, jetzt habe ich runtergeschraubt. Jetzt nur noch hin und wieder Trash-TV, aber hin und wieder braucht man auch so Sinn, das bleibt das. Und darum hätte ich mich eher dazu sagen. Bei welcher Aufgabe würdest du dann aus dem Dschungelcamp rausgehen? Boah, Dschungelcamp wäre für mich fast unmachbar, weil ich die ganzen Tiere nicht so bock. Also so Schlangen, Spinnen oder meine feste Angst ist ja verraten. Also da wäre ich der ärgste Verlierer. Ich wäre eher so Promi Big Brother, so könnte ich mir vorstellen. Könnten wir vielleicht einmal ein GRK Big Brother machen, ja, und euch einsperren sowas. Und mitfilmen, was da so abgeht. Vielleicht, falls den Fans diese Idee gefällt, gerne in die Kommentare schreiben, ob wir unsere Spieler im Promi Big Brother Container für Wochen einsperren. Kommen wir mal zum Sportlichen. Wer von euch beiden ist vor einem Spiel der Aufgeregtere? Aufgeregt. Ja, aufgeregt. Vielleicht falsche die falsche Def. Ja. So mehr aufzuckert oder wie kann man besser sagen? Ich glaube, wer aufgeregt war, ist schwierig. Ich glaub, das sind wir beide oder hibbeliger oder. Wer aufgeregt sind, wir sind beide schon in einem relativ reifen Alter. Also ich glaube nicht, dass wir richtig. Ja, dass er nervös wäre oder so. Nervös nicht. Aber wenn es um so aufzuckert geht und dann ist die Antwort relativ klar. Also die Antwort ist bei beiden Dominik Hackinger. Ja. Gibt es bei euch sowas wie Pre-Game-Rituale oder ähnliches? Ja, leider Gottes ja bei mir. Weil das ist ja oft sehr anstrengend. Weil bei mir muss jetzt Essen vorher passen. Ich habe sogar in der Regionalliga-Zeit immer so Serie gehabt, da habe ich genau immer die 3 selben Lieder gehört. Ich sage jetzt lieber nicht, was für 3 Lieder. Aber bei mir ist das extrem und das kann natürlich auch anstrengend sein. Und ich bin allgemein ein Typ, ich bin relativ viel Fußball mit heim und darum ist das für mich sicher anstrengend. Aber ich bin nicht nervös oder so, sondern einfach mit dem Schädel extrem fokussiert und ein bisschen drüber. Wie ist das bei dir? Ja, ich habe ja zusammengewandt mit dem Dominik in der Regionalliga und da habe ich die Rituale dann auch mitgemacht und es ist auch lustig, es gibt auch noch ein bisschen einen Halt, aber wie er sagt, es kann dann auch zu anstrengend werden, wenn man ja nicht vergessen soll oder wenn dann einmal was nicht so ist, wie es sein sollte. Und ja, ein bisschen eine Rituale finde ich cool, also das kann man machen, aber man darf sich nicht zu viel verlieren drinnen dann. Ja. Wunderbar. Wer von euch beiden hat die bessere Rückennummer, eurer Meinung nach? Also jeweils die eigene Rückennummer ist die bessere? Ja, deswegen haben wir sie ja ausgewählt, glaube ich. Haben eure Rückennummern eine Bedeutung? Gibt es da irgendwas dahinter oder habt ihr gesagt, okay, die ist gerade da und die nehme ich jetzt? Ja, wenn ich bei mir anfange, die 2 hat mir schon Glück gebracht in Grödig. Und die habe ich aber damals auch schon genommen, weil ein ehemaliger Spieler, der Christian Veit,
hat auch die 2 gehabt da beim GRK und es ist irgendwie so eine lustige Nummer, weil die 2 nicht so viel auswählen, aber ja, liebe Grüße, Falti, die habe ich wegen dir. Dominik, war es bei dir? Bei mir, ich habe eigentlich auch nie einen 10er gehabt, aber wie ich da herwechseln wollte, so ein fließender Übergang mit Ricci Wemmer und ich habe Kass auf dieselbe Nummer gehabt wie der Ricci. Und erstens hat es so geheißen, wir sollen so eine Übergabe machen, dass ich nicht diese Nummer kriege und dann habe ich gesagt, dass mir der Rucksack zu groß ist und dass es nicht passen wird. Also jetzt gleich, und darum bin ich auf den 10er umgestiegen. Aber schlussendlich hat mir der 10er eigentlich sehr viel Glück gebracht beim GRK, muss ich sagen. Also ich würde die Nummer nicht missen. Und auch so, ich glaube, zum Ziel passt der 2er zu mir, der 10er umgekehrt. Ja, also, ja, das ist schräg. Die Nummer, die halbwegs passt, sagen wir so. Also da hast du schon angesprochen, passen. Jetzt im sportlichen Bereich das Passen. Wer von euch beiden spielt die besseren Flanken bzw. Pässe? Das ist was Unterschiedliches, Pässen. Dann fangen wir vielleicht auch mit den Flanken. Also da hat jeder den anderen gewählt. Also wo? Ja, ich gehe von Flanken, von der Seite, dass uns einer schießt. Ja, du bist ein Flügelspieler 15 Jahre lang. Da gehe ich davon aus, dass du besser flankst wie ich. Ja, von mir aus. Ja, aber die Flanken, du triffst auch immer gut, wenn. Ja, ey. Aber du flankst jetzt auf, du spielst eher. Meine Chips eher. Ja. Das sind nicht Flanken für mich. Ja, also, aber du bist jetzt auch Seitenspieler, oder? Und hast sicher mehr Assists als ich. Ja. Also ich würde von dem so richtig flanken. Okay. Man könnte zusammenfassen, ihr findet eure Flanken grundsätzlich beide recht gut. Ja, aber sehr also gut. Also richtig flanken eher der Dominik. Und wie schaut es beim Passen aus? Wer hat da die Nase vor? Das ist immer klar, was er jetzt dann hat. Wenn man die tödlichen Pässe nimmt, die entscheidenden letzten, spielt er besser, weil es auch wieder positionsabhängig. Ich spiele es von hinten aus viel besser. Ist irgendwo neulegend, wenn du hinten. Ja. Also Dominik hat wirklich sich selbst genommen und auch der Thomas nimmt sich selbst. Ja, ich habe es schon erklärt. Im vorderen Drittel ist er stärker mit den Pässe. Gibt es für euch einen persönlichen Flankengott? Also einen Lieblingsspieler, der für euch die besten Flanken der Welt ja, tritt. Bei mir ist es der Joachim Standfest. Ja, ist so. Ich habe mit ihm beim WRC zusammengespielt und der bringt jede Flanke, wirklich. Dominik, was du? Ja, mir fällt jetzt so von den absoluten Stars keiner ein, aber wer überragende Flanken geschlagen hat, der war eher bei uns der Heile, weil der hat natürlich einen linken Fuß gehabt wie ein Gott. Das muss man auch sagen. Ja, stimmt. Also Heile. Ich glaube, er haut sich jetzt in Lebring noch so eine. Also der hat es auch überragend gebracht, muss man sagen. Dann kommen wir schon langsam zum Ende und blicken ja bei euch beiden auf eine lange Karriere zurück. Was würdet ihr sagen, wer hatte die erfolgreichere Karriere bis jetzt? Das ist schwer zu beantworten. Es ist auch wieder schwierig, weil... Es ist so verschieden, glaube ich, einfach. Und auch... dass jeder Verschiedenes wollte zwischenzeitlich. Es ist schwierig. Ich gehe einfach komme nach Liga und dann ist für mich oder bloß vor ihm noch. Aber es ist auch wirklich nicht einfach. Ja, wenn man es nach Liga nimmt, dann bin ich. Aber wenn man kann es auch anders sehen, wie er mit GRK da viel gemacht hat. Also einen Verein wieder raufbringen zum Helfen. Da hat der Dominik schon Großes geleistet da bei dem Verein. Also man kann eigentlich auch zusammenfassen, ihr habt beide eine wunderbare Karriere gehabt bis jetzt. Deine Karriere wird ja im Sommer aufhören. Blickst du da ein bisschen wehmütig jetzt schon zurück oder genießt du jetzt die letzten Spiele mit dem GRK noch? Ja, die letzten Spiele werde ich nicht so genießen können, weil noch was dazwischen gekommen ist. Corona, das hat schon ein bisschen weh dann, weil ich schon gewusst habe, ich habe nur 10 Spiele und dann werden da eigentlich 4-5 Spiele genommen. Aber es wäre gelogen, wenn ich nicht wehmütig zurückblicke. Aber ich glaube, das ist ja auch gut so, weil ich die schönste sportliche Zeit meines Lebens gehabt habe, mit Abstand auch. Also das muss ich schon sagen. Und mir ist sehr, sehr viel gegeben worden. Ich bin da hergekommen, durchgehend aufgestiegen. Und das Jahr letztes Jahr hat mir auch nicht schlecht da, weil es mir mal ein bisschen runtergeholt hat wieder. Ja, das ist auch der Fußball, dass du nicht immer nur gewinnst. Das hat gar nicht so schlecht. Und jetzt schließt man mit einer guten Saison ab. Das Einzige, das habe ich schon mal angesprochen, ich habe doch viel Tore gemacht und habe viel zum Feiern gehabt mit den Fans immer. Und jetzt habe ich eigentlich an das letzte Spiel, was mit den Fans gehabt habe, ich nicht mehr richtig genießen können, weil ich nicht gewusst habe, was das letzte war. Und das tut mir
schaue weh, dass ich sage, ich höre vielleicht in einem leeren Stadion auf, das hätten sie vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich kann natürlich meine Entscheidung nicht abhängig davon machen, dass ich jetzt nur ein Jahr länger spiele. Aber das ist ja gelungen, wenn man das nicht weh tut, dass so. Vielleicht kriegen wir da ja eine Sondergenehmigung fürs Abschiedsspiel von Markinger. Fürs Abschiedsspiel, vielleicht passt es. Vielleicht gibt es einmal ein Vorbereitungsspiel, ein Grund, Dominik dann. Das wäre ein Grund, ein Fans im Stadion zum Lassen wieder. Fans spielen könnte. Thomas, was war in deiner Karriere bisher dein Highlight? Ja, es war einmal der Aufstieg mit GRK und mit Grödig. Das waren große Highlights und vom Spiel her war es gegen Dortmund zum Spielen. Also gegen Dortmund in Klagenfurt vor ausverkauftem Haus, ich weiß gar nicht, 33.000, wie viel reinpassen. Ja, das war schon ein Highlight. Das glaube ich auf jeden Fall. Kommen wir zur allerletzten Frage. Und zwar, wer wäre von euch beiden der bessere Trainer? Ui. Diskussionen hat es schon gegeben. Ei, ei, ui, ui. Ja, ich halt uns beide für sehr gute Trainer. Also das sind wir vorneweg. Und ja, schau mal. Ich glaube, wir wären eine gute Kombi. Aber ja, ich sag jetzt trotzdem. Also jeder hat sich selbst gewählt, aber ihr würdet am besten zusammenpassen. Da noch die Zusatzfrage. Aber das ist halt auch, weil wir überzeugt sind von uns. Ja. Deswegen nimmt man halt sich selber. Das verstehe ich voll und ganz. Aber die Zusatzfrage wäre, könntet ihr euch einen Trainerposten nach der aktiven Karriere vorstellen? Oder gibt es schon Pläne für die Zeit nach der Karriere, Dominik, vielleicht? Also ja, bei mir gibt es Pläne, ist nur zu viel Überlegungen, kann man mal sagen. Nachdem ja bei mir jetzt das ausläuft, meine Profikarriere, bin ich halt am Tendieren, will ich noch weiter wo spielen oder gleich ins Trainergeschäft. Also ich habe in der Jugend schon lange gearbeitet, konnte man das auch jetzt noch vorstellen. Es ist schon der Plan, dass ich meine Trainerausbildung weitermachen werde. Es kann auch sein, dass ich beim GRK schon was mache. Man muss, wie gesagt, das sind Überlegungen, ja. Und ich sehe mir auf jeden Fall, dass ich es auf jeden Fall ausprobieren werde und mich weiterbilden werde, weil mir das der Bereich extrem interessiert und wie ich gerade entschieden habe, ich glaube, dass ich ein gewisses Talent habe. Das muss man dann sehen, wo es dann hingeht. Ob das ein Cheftrainer ist, ob das Co-Trainer ist, ob das der Jugendbereich ist. Ich glaube, das muss man dann immer erst herausfinden. Aber ja, das sind einmal die Überlegungen. Und man wird sehen, bei mir schon etwas früher, ich weiß nicht, ob es Bern weitergeht, vielleicht in die Richtung. Und ja, dann werden wir sehen, wo es hingeht. Wie schaut es bei dir aus mit deinen Zukunftsplänen? Ich kann mir einen Trainerjob auch vorstellen, aber ich weiß es noch nicht, wohin das gehen wird. Also ich kann mir alles vorstellen. Ich habe aber auch noch im Moment Spaß am Fußballspielen, dadurch, dass ich jetzt eineinhalb Jahre nicht am Platz stehen habe können. Und merke halt schon, dass ich einfach gern mich misse mit anderen und einfach auch Spaß habe am Platz mit die Jungs. Ja. Das heißt, vielleicht sehen wir euch beide dann doch irgendwann an der Seitenlinie gemeinsam eine Mannschaft, vielleicht sogar den GRK coachen in ein paar Jahren. Ja. Wäre sicher für die Fans eine tolle Sache. Auf jeden vielleicht Fall. Ganz zum und auch für die Spieler, die wir coachen. Ja. Und auch für den GRK. Also jetzt schon quasi das Bewerbungsvideo. Nein, nur Empfehlung. Keine Bewerbungsempfehlung also einfach nur. Empfehlung. Ich meine, da kann Druck ausüben. Ja. Der kommt dann später. Vielleicht ganz zum Schluss, gibt es noch irgendwie was, was ihr gerne den Fans ausrichten wollt, die da heute zugeschaut haben? Ja, ausrichten. Ich will noch keine Abschiedsrede machen, weil ich doch nur 4-5 Spiele habe. Aber ich hoffe natürlich, dass man sie in irgendeiner Form noch sieht, falls das Stadion nicht mehr zulässt. Weil ich das doch schon sehr lange ohne Fans. Es war eine überragende Zeit. Vielleicht hat das natürlich auch wegen mir gespielt, dass ich jetzt schon lange nicht mehr vor Fans spiele. Das war für mich schon auch immer wichtig. Aber eins ist klar, sobald es wieder zurückkommt, es ist eine überragende Mannschaft da. Ich glaube, die Saison ist ja auch noch nicht vorbei. Aber wir haben uns stabilisiert. Wir haben gut und wir freuen uns aber wieder, wenn es alle wieder da sind. Weil es ist wirklich nicht dasselbe. Es ist während dem Spiel nicht dasselbe und es ist auch nach dem Spiel irgendwie die Euphorie beim Feiern nicht so da in der Kabine, wie wenn man draußen von den Fans gepusht wird. Also in dem Sinne, hier geht es uns schon ziemlich ab. Ja, ich würde auch sagen, wir vermissen euch sicher genauso wie ihr das Stadion vermisst. Und
Ja, trotzdem danke für die Unterstützung immer und überall. Auch das war überragend, was da gekommen sind, einmal uns vor dem Spiel pushen. Also man merkt, die Unterstützung ist da. Man merkt, die Fanbase ist einfach da. Da gibt es genug, was den Verein unterstützen. Und ja, hoffentlich geht es bald wieder und stark bleiben. Bis bald. Dann sage ich vielen herzlichen Dank an euch beide und vielen herzlichen Dank an alle Fans fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge rund um den GAK. Passt, wir schauen.